Moin Freunde, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr werdet bestimmt schon gemerkt haben, Amelie, das ist aber nicht der normale Hintergrund. Ja, tatsächlich ist es nicht mein normaler Hintergrund. Ich nehme nämlich heute mal im Wohnzimmer auf, einfach weil wir gerade 11:45 haben und mein Freund will schlafen. Deshalb dachte ich mir, okay, dann nehme ich das Video halt eben im Wohnzimmer auf, ja. Sonst ist er normalerweise immer noch um diese Uhrzeit wach, aber er ist irgendwie krank und deshalb, was erlaubt er sich eigentlich? Er geht jetzt im Schlafzimmer schlafen. Sorry, Spaß. Ich dachte mir, okay, gut, dann nehme ich das Ganze jetzt einfach im Wohnzimmer auf. Es ist nicht ganz so cozy wie sonst mit Lichterkette und allem, aber ich hoffe, euch stört das Ganze nicht, weil, hallo, ich bin ja hier. Es muss schon Coziness-Faktor genug sein, hallo. Anyways, ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Video. Das Video werde ich etwas anders aufbauen, einfach weil dieser Fall halt auch an sich besonders ist. Ich versuche so ein bisschen so viel Aktuelles mit einzubringen. Und übrigens, richtig cool, Leroy hat gestern, also am 3. Februar, ein Video noch zu Natascha Kampusch, ein Interview mit ihr hochgeladen, was ich erstmal ein bisschen weird fand, weil der Zufall, bitte. Ich sag euch seit Anfang der Woche, dass ich zu Natascha Kampusch ein Video machen will, finde am Mittwoch kein aktuelles Interview mit ihr und dann auf einmal ein Video mit Leroy. Ich war so, Leute, ich kann doch nicht schon wieder. Der Zufall. Es ist einfach creepy. Aber sehr, sehr gutes Video. Schaut da bitte gerne vorbei. Ich habe euch den Link in die Beschreibung gepackt, also klickt da gerne drauf. Sehr gutes Video. Wirklich, kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr einen aktuellen Stand zu Natascha Kampusch haben wollt, falls euch wirklich genauere Eindrücke von ihr während der Entführung interessiert. Und ja, das war jetzt mal mein kleines Vorwort. Wir gehen jetzt rein in den Fall. Stellt euch vor, ihr seid auf dem Weg zur Schule. Dort seht ihr einen kleinen weißen Transporter und ihr denkt euch noch so, ja, meine Eltern haben mir immer gesagt, wenn ich so ein Auto sehe, ich muss die Straßenseite wechseln. Nicht, dass noch irgendetwas passiert. Ihr geht also an diesem Lieferwagen vorbei und plötzlich zerrt euch jemand ins Auto. Was für manche nur eine Horrorvorstellung ist, die einem tagtäglich von den Eltern irgendwie eingebläut wird, weil man einfach aufpassen muss auf dem Weg zur Schule, ist für Natascha Realität geworden. An dieser Stelle möchte ich euch einmal noch kurz sagen, falls euch irgendetwas komisch vorkommt auf eurem Schulweg, auf eurem Nachhauseweg, sonst irgendwo, wenn ihr gerade draußen unterwegs seid, wechselt lieber die Straßenseite einmal zu viel als zu wenig. Und falls euch die ganze Situation doch noch sehr, sehr, sehr komisch vorkommen sollte, vielleicht dreht ihr dann auch lieber nochmal um oder ruft jemanden an. Wirklich Leute, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also ich weiß, für manche klingt das super paranoid, aber ich glaube wirklich, manche Sachen lassen sich wirklich verhindern, wenn man einfach super vorsichtig ist, auch wenn das sehr schade ist in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, es gibt einfach so Sachen, wir müssen leider aufpassen und wir wissen nie, was so in einem anderen Menschen vor sich geht, wisst ihr? Und deshalb passt einfach auf euch auf. Das will ich einfach nochmal kurz loswerden. Natascha Kampusch wurde am 17. Februar 1988 in Wien geboren und wuchs als Tochter von Schneiderin Britta Sörny, geborene Kampusch, und des Bäckermeisters Ludwig Koch auf. Ihre Eltern waren nie verheiratet und trennten sich bereits, als Natascha noch ein Kind war. Mütterlicherseits hat Natascha auch noch zwei Halbschwestern und zum Zeitpunkt der Entführung ging Natascha in die 4. Klasse der Volksschule. Zu Natascha selbst lässt sich sagen, dass sie eine absolute Frühaufsteherin ist und damit kann ich absolut nicht relaten, Leute. Also ich schlafe sehr, sehr gerne bis um 10, 11 Uhr, aber Natascha steht wirklich gerne um 7 oder 8 Uhr auf, hat da auch schon die volle Motivation für den Tag. Also ist wirklich crazy, ich kann das wirklich gar nicht. Aber ich bewundere wirklich Leute, die früh aufstehen können, ohne danach wirklich ein richtig krasser Morgenmuffel zu sein. Außerdem ist Natascha wirklich super intelligent. Sie kann sehr schnell Menschen durchschauen und ihr werdet auch noch so im Laufe des Videos merken, so warum sich das auch wirklich schon so als Kind gezeigt hat, was ich super interessant finde. Wirklich, also das ist wirklich bewundernswert, Leute. Kurz noch eine kleine Vorgeschichte, was so vor der Entführung alles so ein bisschen abgegangen ist. Natascha selber wurde eigentlich immer von ihrer Mutter zur Schule gebracht. Das Ganze hat sich aber etwas geändert, als Natascha bei ihrer Mutter angesprochen hat, dass sie gerne alleine zur Schule gehen möchte, einfach weil sie es für unselbstständig hält, wenn man eben noch in Begleitung mit den Eltern zur Schule geht. Und ich glaube, wir alle haben ja irgendwann diesen Moment, dass wir selbstständig sein wollen, dass wir wirklich irgendwas für uns alleine entscheiden wollen. Und ich meine, wenn man jeden Tag denselben Weg zur Schule geht, dann wird man das auch einmal alleine finden. Und es hat anscheinend ja auch ein paar Tage gut geklappt. Deshalb hatte ihre Mutter auch, denke ich mal, kein Problem damit. Der Tag vor der Entführung bzw. der Vorabend war jetzt auch nicht so die beste Ausgangssituation, die man sich jetzt hätte wünschen können. Und zwar gab es einen Streit zwischen den Eltern von Natascha, denn ihr Vater hatte sie wohl etwas zu spät nach Hause gebracht nach einem langen Tag. Und das war wohl schon öfter der Fall, weshalb es dann halt auch zu einem Streit zwischen den beiden Eltern kam und Natascha hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze auch so ein bisschen auf sie abgewälzt wurde, also dass sie dann auch das Gefühl hatte, dass ihre Mutter auf sie sauer ist und ja, hatte dann am nächsten Morgen halt auch immer noch so ein bisschen so, nee, sie ist sauer auf mich. Denn am 2. März 1998 hat sich Natascha aus Trotz nicht wirklich bei ihrer Mutter verabschiedet und ist dann zur Schule gegangen und ihre Mutter ist eigentlich immer so ein Mensch, die so sagt, hey,
wir können uns streiten, können wir alles machen, aber wenn wir uns verabschieden, also wenn sich unsere Wege trennen, dann müssen wir immer im Guten auseinandergehen. Und das hatte Natascha auch wirklich immer im Kopf. Aber sie hat sich einfach gedacht, okay, sie wird es einfach normal zur Schule gehen, wie sonst auch. Und dann nach der Schule ist wieder einfach alles in Ordnung. Kurz nach 7 hat Natascha dann die Wohnung verlassen und da sie nicht in der Schule angekommen ist, ging man zunächst davon aus, dass Natascha eventuell von zu Hause weggelaufen ist, einfach weil es eben diesen Streit gab und sie sich halt einfach nicht wohl gefühlt hat. Hinweise von Anwohnern deuteten jedoch darauf hin, dass Natascha entführt worden sein muss, denn eine 12-jährige Mitschülerin von Natascha hatte gesehen, wie Natascha in die Seitentür eines Transporters gezerrt wurde, und diese Zeugin sagte auch noch aus, dass eine andere Person am Steuer saß. Wer diese Person ist, das weiß man bis heute nicht und man wird es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Meines Wissens wurde das Ganze auch nie wirklich thematisiert in dem ganzen Fall, aber man wird wahrscheinlich wirklich nie herausfinden, wer diese zweite Person war, die diesen Wagen gefahren hat. Falls euch ein paar geografische Daten interessieren, Natascha hatte zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Lieferwagen erreicht hatte, ungefähr 600 Meter Fußweg zurückgelegt und es wären ungefähr noch 300 Meter Fußweg zur Schule gewesen. Natascha ist auf ihrem Weg der Lieferwagen natürlich auch aufgefallen und sie hat sich noch so gedacht, wechsle ich jetzt die Straßenseite, hat sich dann aber doch kurzfristig dann dazu entschieden, auf der Straßenseite zu bleiben, und letztendlich wurde sie dann tatsächlich, wie sie ja schon so ein bisschen befürchtet hat, in diesen Lieferwagen dann gezerrt. In dem Lieferwagen sagte Priklopil zu ihr, dass sie auf dem Boden liegen bleiben muss. Er hatte dort auch eine Waffe in dem Wagen. Damit hatte er ihr aber auch nicht gedroht. Und Natascha ging auch erstmal davon aus, dass sie auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Tagen wieder bei ihrer Familie sein wird. Sie dachte, sie kann ihn irgendwie davon überzeugen, dass sie wahrscheinlich wieder freikommen wird, dass sie ihn irgendwie überzeugen kann, so hey, fahr mich einfach zur Schule, ich werde niemandem davon erzählen, so es wird alles gut, so it's okay, so mäßig. Das Ganze passierte aber nicht, denn Wolfgang Priklopil fuhr Natascha zu seinem Haus. Das Ganze war so im Bezirk Gensandorf, das ist so ein bisschen östlich von Wien. Und dort hatte sie in einen Keller gesperrt, beziehungsweise es war noch so ein bisschen unter dem Keller. Also das war so ein, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film damals gesehen habt, also diesen Film 3096 Tage, da wird das Ganze eigentlich ganz gut dargestellt. Ich weiß nicht, ob das sogar vielleicht das richtige Haus von damals war. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, man kommt in dieses Verlies, beziehungsweise in diesen extra Keller, in Anführungszeichen, durch eine extra Montagetür. Und der Weg zu diesem Verlies alleine dauert schon anderthalb Stunden ungefähr. Also man hat das dann irgendwie mal nachgestellt, wie lange das dauert, weil es gibt ja mehrere Türen, die da wirklich verriegelt waren, um zu diesem Ort hinzukommen. Und ja, dort wurde Natascha dann gefangen gehalten. Natascha selbst hat gesagt, das Ganze waren ungefähr 5-6 Quadratmeter. Sie hatte dort zunächst nichts außer ein Waschbecken und eine Toilette. Natascha kann sich übrigens auch nicht wirklich daran erinnern, ob sie sich jetzt groß gewehrt hat, als sie in diesen Transporter gezerrt wurde. Sie hatte nur gesagt, dass sie danach ein blaues Auge hatte, also geht sie davon aus. Aber wie gesagt, sie kann sich daran nicht mehr so wirklich erinnern, ob sie sich in diesem Moment wirklich stark gewehrt hat. Aber wie gesagt, man kann ja davon ausgehen, wenn sie ein blaues Auge hatte. Als sie dann in dieses Verlies gebracht wurde, beziehungsweise in den Keller, wie auch immer wir das Ganze nennen wollen, sie selber nennt es mittlerweile auch Verlies. Erst mehrere Stunden später kam Priklopil in dieses Verlies zurück. Er hatte sich anscheinend verletzt und war deshalb erstmal etwas mit sich beschäftigt. Als er dann runterkam in das Verlies, fragte er Natascha, ob sie denn jetzt etwas benötigen würde, ob sie was essen will, was sie denn gerade brauchen würde. Wolfgang fuhr danach dann einkaufen und besorgte ihr die ganzen Sachen, die sich Natascha gewünscht hat. Er brachte dann außerdem noch eine Feldmatratze mit dazu, damit sie dann auch einen Ort zum Schlafen hat. Natascha war es super wichtig, sich in dieser ganzen Zeit, wo sie dort gefangen gehalten wurde, auch weiterbilden zu können. Sie bat Wolfgang darum, ihm viel Literatur mitzubringen, ihm ihr Matheaufgaben zu stellen und alles Mögliche, damit sie sich einfach wirklich weiterbilden kann, ihren Wissensstand erweitern kann, was ich wirklich super, super krass finde, weil ich weiß nicht, also ich glaube, wir wissen alle nicht, wie wir uns in so einer Situation fühlen würden, aber ich weiß nicht, ob ich nach Büchern fragen würde. Maybe, vielleicht schon. Aber ich finde das sehr krass, so als Zehnjährige halt so daran zu denken, so, weil ich glaube, ich hätte einfach super viel Angst, was so mit mir passiert und so. Ich weiß nicht, aber ich kann es mir auch nicht erklären, weil ich war ja nie in dieser Situation. Ich finde alleine an dem Fakt, dass ich Natascha halt immer wieder weiterbilden wollte, also dass sie Bücher und Literatur von Wolfgang gefordert hat, dass sie einfach wirklich sehr intelligent war. Sie wusste so, sie wird jetzt hier in den nächsten Tagen nicht wieder rauskommen, deshalb sie wird sich einfach weiterbilden, gucken, was kann sie lesen. Und Wolfgang hat natürlich auch jedes Mal
kontrolliert, wenn sie irgendein Buch hatte, ob sie dort vielleicht irgendwas reingeschrieben hat, einfach so versteckte Botschaften oder irgendwie was ähnliches, irgendwelche Hilferufe. Also er war da wirklich super paranoid. Es hat auch sehr lange gedauert, bis Natascha irgendwann das Verlies verlassen konnte und nach oben gehen konnte. Dort hat Wolfgang dann auch immer alle Sachen irgendwie weggeräumt, die irgendwie bedrohlich für ihn hätten sein können. Also er hat da wirklich sehr darauf geachtet, dass sie ihn wirklich nicht angreifen kann und sowas. Also er war da sehr vorsichtig, auch wenn er ihr wahrscheinlich körperlich überlegen war. Übrigens, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich keine Bilder von diesem Verlies oder von diesem Keller einblende, das ist einfach aus dem Grund, weil Natascha in einem Interview gesagt hat, also das ist schon sehr lange her, aber ich denke mal, das wird vielleicht noch aktuell sein. Dort hat sie gesagt, dass sie das so ein bisschen so wie ihren eigenen Space betrachtet und man zeigt ja nicht auch einfach irgendwelche Wohnzimmer von irgendwelchen fremden Leuten so in der Öffentlichkeit. Deshalb werde ich einfach aus Respekt zu ihr diese Bilder nicht hier einblenden. Falls euch das Ganze interessiert, könnt ihr danach schauen. Aber für dieses Video, ich werde es hier nicht einblenden. Ich werde so gut es geht ihre Privatsphäre natürlich akzeptieren und auch respektieren. Und ja, ich hoffe, euch stört das Ganze nicht. Insgesamt wurde Natascha 3096 Tage dort gefangen gehalten. Und das Ganze sind ungefähr 8 Jahre. Am Tag der Flucht war die Situation wirklich sehr, ich sag mal, einmalig. Also Natascha hatte auch dann später in Interviews selber gesagt, wenn sie diese Situation, also wenn sie diese Chance nicht ergriffen hätte, dann wäre sie dort wahrscheinlich nie weggekommen. Ganz kurz noch am Rande. Natürlich hatte Natascha theoretisch früher auch schon die Chance gehabt, theoretisch abhauen zu können. Zum Beispiel, sie war in einem Baugeschäft, also sowas wie Obi, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, dort hätte sie auch was sagen können zu den Mitarbeitern oder so, aber Priklopia hat immer damit gedroht, dass er den Menschen, denen sie sich anvertraut, irgendwas antun wird. Und sie hat dann immer darauf vertraut, dass er halt wirklich gewaltbereit ist, was das Ganze angeht. Die Situation, die sie also am Tag der Flucht hatte, war wirklich besonders, sage ich mal in Anführungszeichen. Es war so, dass Priklopil seinen Transporter verkaufen wollte. Dementsprechend musste dieser natürlich gesäubert werden, damit er dann auch ready zur Abgabe ist. Und Natascha sollte diesen erstmal aussaugen. Und Priklopil war dann irgendwie abgelenkt und ist dann erstmal, ich sag mal, aus Sichtweite gegangen. Und Natascha ist dann aufgefallen, dass er das Gartentor aufgelassen hat. Und sie hat dann den Staubsauger laufen lassen, hat sich dann nochmal umgedreht, um zu gucken, ob er wirklich weg ist, und ist dann aus diesem Gartentor rausgelaufen. Sie ist dann auf der Straße einer Frau begegnet, der sie sich anvertraut hat. Natascha meinte zu ihr, hallo, ich bin Natascha Kampusch, können Sie bitte die Polizei rufen? Und diese Frau meinte dann zunächst, ich kenne euch Drogenabhängige, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich kenne die ganzen Maschen, und hat dann quasi die Hilfe abgelehnt, die Natascha gebraucht hätte in dem Moment. Natascha ist dann zu 2 Männern hingegangen, die dann aber auch abgewinkt haben, gesagt haben, nee, wir rufen hier niemanden an, wir haben gerade Stress, wir können gerade nicht. Und schlussendlich ist Natascha dann in einer Gartenanlage gelandet und dort ist sie in einen fremden Garten geklettert und hat dort dann halt gesehen, dass dort eine Frau gerade ist. Diese Frau war zunächst etwas ängstlich, hat sich dann aber jedoch dazu entschieden, dann doch die Polizei zu rufen. Es kamen dann auch 2 junge Polizisten und die wussten vielleicht nicht so ganz mit der Situation umzugehen. Die waren natürlich erstmal super misstrauisch und haben erstmal vermutet, dass Natascha eine Person ist, die sich halt nur als Natascha ausgeben würde, dass sie es quasi eine Verrückte ist und sowas. Und es war dann so ein bisschen hin und her. Dann wurden diese Polizisten so per Funk zu Fragen gestellt. So, ja, fragt mal nach dem Wohnort und sowas. Und dann konnte Natascha das ja alles beantworten. Dann wurde sie mit aus Polizeipräsidium genommen. Und dort wurde dann schlussendlich ein DNA-Test gemacht und noch weitere Befragungen. Daraufhin wurden dann auch ihre Eltern gerufen und natürlich das Wiedersehen. Das war natürlich super crazy nach 8 Jahren. Ich meine, was für eine Erleichterung erstmal für die Eltern. Die Mutter von Natascha hat auch nie daran gezweifelt, dass Natascha nicht mehr leben würde. Also sie war immer der festen Überzeugung, dass Natascha auf jeden Fall noch irgendwo lebt. Irgendwo da draußen ist Natascha. Ihr Vater hingegen war tatsächlich einer der Personen, der, ich glaube, ein paar Wochen zuvor noch irgendwie eine Leichensuche irgendwie verordnet hat oder verordnen lassen wollte. Und ja, trotzdem beide natürlich super erleichtert, dass Natascha wieder da ist. Und ja, ich glaube, dieses Wiedersehen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein glücklicher Moment das für diese Familie gewesen sein muss.
Im Juni 2008 holte Natascha dann ihren Hauptschulabschluss nach und begann dann eine Ausbildung zur Goldschmiederin. Diese hat sie allerdings abgebrochen und 2010 hat sie dann ihre Autobiografie 396 Tage veröffentlicht. Und dieses Buch belegte auch Platz 1 der Bestsellerlisten. Und 2013 wurde dann letztendlich auch der Film 3096 Tage veröffentlicht. Ich glaube, den kennen auch super viele von uns. Ich persönlich habe den früher, glaube ich, in der Grundschule auch geguckt. Sehr, sehr guter Film, wirklich. Also der wurde natürlich auch in Rücksprache mit Natascha gedreht und wirklich super guter Film. Also ich kann ihn euch wirklich ans Herz legen, den einfach mal geschaut zu haben. Falls ihr euch übrigens noch fragt, was aus Wolfgang Priklopil geworden ist, zu einer Gerichtsverhandlung kam es nie, weil der Typ sich, nachdem er bemerkt hat, dass Natascha verschwunden ist, also beziehungsweise, dass sie halt vor ihm weggelaufen ist, als er es bemerkt hat, ist er auf die Gleisbetten gegangen und hat sich dort vor einen Zug geworfen, also er hat Suizid begangen und ist dadurch auch verstorben. Dementsprechend konnte man ihm nie irgendwie die Strafe geben, die er halt verdient hätte für das, was er Natascha angetan hat. Und wie gesagt, ich habe euch ja am Anfang schon erzählt, dass Leroy jetzt gestern erst ein Video dazu hochgeladen hat, ein aktuelles Interview mit Natascha Kampusch. Schaut es euch gerne an, wirklich super gutes Interview, super irgendwie nochmal so nach so einer langen Zeit irgendwie wieder mal ein Update von ihr zu haben. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass ich mir dieses Interview heute nochmal anschauen konnte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin wirklich super glücklich, dass man ein Fall ist, der irgendwie noch so eine positive Wendung genommen hat. Es ist natürlich super schrecklich, dass sie 8 Jahre ihres Lebens dort verbringen musste. Wirklich die krassesten Jahre eigentlich so eines Menschen, also wo man sich so am meisten entwickelt, sag ich mal. Also ich meine, sie hat ja in dem Zeitpunkt auch ihre Tage bekommen. Sie ist ja wirklich da so herangewachsen und so. Das einfach nicht wirklich so mit Freunden zu verbringen, sondern wirklich mit einer Person, die dich einfach entführt hat, stelle ich mir einfach wirklich unglaublich schlimm vor. Aber ich finde so schön, was aus ihr geworden ist. Also sie vermittelt mittlerweile auch das Motto so, man muss Stärke zeigen, man muss stark bleiben. Und ich finde das wirklich super schön. Ich meine, das gilt ja nicht nur für Leute, die irgendwie Opfer einer Entführung geworden sind. Das gilt ja auch für Leute, die generell vielleicht gerade nicht so eine schöne Zeit haben. Bleibt stark, Freunde. Das ist so das, was Natascha so mitgeben will. Das finde ich ist eine super schöne Message. Also ich finde, da kann man sich wirklich einfach nur von inspirieren lassen. Also sie ist wirklich eine super inspirierende Persönlichkeit. Und ich bin auch sehr froh, dass sie ab und zu dann tatsächlich noch in der Öffentlichkeit auftritt, um halt eben das zu vermitteln, wisst ihr? Also finde ich cool. Ich meine, sie ist dazu ja absolut nicht verpflichtet. Sie ist ja ein normaler Mensch, wie wir eben auch. Aber so, sie hatte diese krasse Story, die halt wirklich extrem durch die Medien gegangen ist. Und ich glaube eben deshalb, vielleicht hat sie auch so ein bisschen diesen Druck, dass sie sich so ein bisschen melden muss. Aber ach, ich glaube nicht. Ich glaube, sie ist so smart, dass sie weiß, dass sie das eigentlich nicht machen müsste. Aber ich finde es sehr schön, dass sie sich dafür einsetzt. Also wirklich. Also ich habe so viel Respekt vor ihr, Leute. Ihr wisst es nicht. Das war's dann jetzt eigentlich auch erstmal so von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht irgendwie so zu kurz oder so. Ich habe, wie gesagt, versucht, diesen Fall etwas anders aufzubauen. Einfach, weil es eben noch so dieses Happy End gab, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, was auch immer ihr gerade macht. Macht's guti und passt auf euch auf. Ciao!